23 Uhr, meine Damen und Herren, und ich werde verrückt, das ist Erle des Todes. Nein, heute ist doch Nikolausitag und da haben wir uns etwas ganz Besonderes für einfallen lassen. Wir werden hier leckeren Glühwein trinken, natürlich alkoholfrei, und mit Ihnen ein bisschen Nikolaus feiern. Und was gehört zum Nikolaus, fragen Sie sich sicherlich, richtig ist es hier. Moment, komm mal höher, so, hier, komm schon. Ja, ich spreche nicht hiermit, meistens nicht. Was gehört zum Nikolaus, als wir noch Studenten waren? Also eigentlich bin ich ja immer noch Student, muss aber keiner erfahren. Als ich aber noch zur Uni gegangen bin, Weihnachten, da haben wir immer in der Aula, Uni-Aula, haben wir immer einen Film geguckt, die Feuerzangenbowle. Und der lief von 17 Uhr durch bis um 24 Uhr. Und haben dabei Glühwein getrunken. Und deswegen möchte ich Ihnen gerne heute aus der Feuerzangenbowle, dazu gibt es nämlich auch ein Buch, das hat Heinrich Spörl geschrieben, das ist hier noch ein ganz altes von 62, Heinrich Spörl hat das geschrieben und daraus möchte ich Ihnen gerne vorlesen und dabei, da haben wir es nochmal hier und so, oder so und dann dazu ein Glas guten Glühwein degutieren oder wie Bulek sagen würde, ja? Gut, meine Damen und Herren, das halt alles heute. Natürlich neben Karten, Würfel und Terminals spielen. Alles das um 4.000 Mark. Wo ist es? Unten steht er jetzt. Das ist aber untypisch für mich. 4.000 Mark, meine Damen und Herren, sind heute im Jackpot. Und wenn auch Sie dieses kleine Nikolausgeschenk knacken möchten, diesen Jackpot mit nach Hause nehmen möchten, dann sollten Sie anrufen unter 01379 300 3 mal die 3. Aber vergessen Sie eine Frage nicht. Wir suchen eine Farbe. Und nur, wenn Sie diese Frage richtig beantworten, dann werden Sie hier durchgestellt. Und die Farbe, um die es geht, die wir suchen, die hängt hier zum Beispiel an dieser wunderschönen Nikolausikelle. Und unsere Würfel sind auch die gleiche Farbe. Und, schon mal direkt mal probieren, unser leckerer alkoholfreier natürlich. Ach, ein Gedicht. Unser leckerer Glühwein hat natürlich die gleiche Farbe. Wenn Sie jetzt nicht gerade aus Hessen kommen und Glühwein aus Appleboy machen, dann müssten Sie die Frage schon erraten haben, erkannt haben und anrufen unter 01379 300 3 mal die 3. Und ich gebe Ihnen jetzt noch ein bisschen Zeit, meine Damen und Herren, denn wir machen jetzt erstmal eine kleine Adventsaktion. Denn auch heute, 9Live hat eine Aktion gestartet mit Licht für Menschen ohne Obdach e.V. in Zusammenarbeit mit Rudolf Mooshammer. Und da versteigern wir immer Sachen, private Sachen von Prominenten. Und heute ist es die Tasche von unserer Moderatorin Caroline Beckers. Ja? Also, wenn Sie mitsteigern möchten, es gibt kein Mindestgebot, rufen Sie einfach an unter 0190 10 10 56 oder per Fax 0190 10 10 67 für diese wunderschöne Tasche. Haben wir dazu eine Matz? Und dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die Matz an und dann, wie viel Gras in dieser Tasche drin ist. Bis gleich. Hallo, ich bin Caroline Beckers, ich bin Moderatorin hier bei 9Live und ich will mich natürlich auch bei unserer Adventsaktion hier beteiligen. Und dafür habe ich mir natürlich einen persönlichen Gegenstand ausgesucht und zwar hier eine Handtasche aus meiner Sammlung. Die können Sie jetzt hier ersteigern und der Erlös, der geht dann an Licht für Menschen ohne Obdach. Also steigern Sie fleißig mit. Ich habe diese Tasche ausgesucht, erstens, weil ich Handtaschen sammle. Ich habe so rund 120 Handtaschen, trenne mich aber trotzdem schweren Herzens von dieser hier, denn die hat eine ganz besondere
besondere Geschichte. Ist eigentlich ganz witzig, denn ich habe die selber ersteigert. Ich habe mal eine Zeit lang in Tokio gelebt und da habe ich diese Tasche von einer bekannten japanischen Popsängerin ersteigert. Die heißt Namie Amuro. Vielleicht kennt sie ja jemand von Ihnen. Ist in Japan sehr bekannt und hat mich damals ganz schön Kohle gekostet. Aber ich dachte mir jetzt, wenn die wieder versteigert wird, vielleicht bringt das ja dann ein bisschen Glück. Und ich bin gespannt, in wessen Hände sie dann geraten wird. Also steigern Sie fleißig mit, rufen Sie an. Der Erlös geht, wie gesagt, an einen guten Zweck, an die Aktion Licht für Menschen ohne Obdach. Ja, und das ist die wunderschöne Tasche von der ehemaligen Popsängerin aus Japan, Ahiki Kukshinasi. Wenn Sie für diese Tasche mitsteigern wollen, 090 10 10 56 oder per Fax 090 10 10 67. Ein wundervolles Stück, liegt gut in der Hand. Da weiß man, wie schwer das ist. Jetzt aber erstmal mein erster Spieler und das ist Manfred. Guten Abend, Manfred. Hallo, grüß dich. Wo kommen Sie her, Manfred? Aus Hennef. Hennef? Ja. Das ist ja in der Nähe von Köln. Ja, richtig. Fährt mir ja. Im Zug? Halbe Stunde, oder? Ja, ja. Hm. Auch schon Glühwein getrunken? Auch schon Glühwein getrunken, ja. Auf dem Markt? Weihnachtsmarkt oder zu Hause? Auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, Entschuldigung, sei ich für Frage. Weihnachtsmarkt. Gut. Ja. Was sollen wir spielen? Bitte? Was sollen wir beide denn spielen? Karten. Gut, Karten. Ja. Dann husch, husch. Und Ihr erstes Spiel ist auf die 9. Bei Karten. Aber hier ist doch das Kartensymbol drauf. Dann wechseln wir einfach hier zu Karten. Und das sind die richtigen. Und wir greifen nochmal rein. Hoch gewinnt, tief gewinnt. Okay? Ja, hoch gewinnt, ja. Gut, hoch gewinnt. Machen wir das nämlich andersrum. Dann ist hier nämlich der Würfel und hier sind die Karten. Und dann mischen wir nochmal durch. Weihnachtsmarkt hat noch was anderes gemacht als Glühwein getrunken, oder? Ja, klar. Was denn? Grog getrunken? Auch, auch, auch. Was noch? Genau, was hast du so anbieten? Plätzchen gegessen, etc. Plätzchen? Ja. Ach so. Welche denn? Mit den Gesichtern drauf? Die mit den Gesichtern auch, ja. Ah. Abheben oder nicht? Nee, nee, nicht abheben. Gut. Die Karte für Sie. Ja. Eine Dame und für mich eine 6. Jawohl! Ja. 100 Mark erspielt. Als nächstes? Mhm. Würfel. Klar. Dann gehen wir mal zu Würfeln. Und Pyramide. Kennen Sie das? Nein. Pyramide, folgendes. Ich mach's mal vor. Ja. Sie haben 3 Würfel. Ja. Ein Wurf. Die kleinste Zahl, das ist ein bisschen blöd, ich mache mal hier so, die kleinste Zahl hier wäre die 2, das ist die 100er Stelle. Ja. Die zweithöchste ist die 4, die 10, ja. Die 10er Stelle, genau. Und die größte ist die 1er Stelle, wären also 246. Genau, 246. Jetzt machen wir ernst, für Sie 3 und für mich 3 und es geht los. 3, 3, 3. Ja. Was fällt uns als geschichtsbeflissener, humanistisch ausgebildeter Mensch ein? 333. Das auch. Ich wollte jetzt auf den Spruch. Kennen Sie das nicht? 333, Isos-Keilerei? Nein, kenne ich nicht. Schlacht bei Isos? Nein. Ganz famos. Und ich habe eine? 226. Jawohl! 200 Mark erspielt. Als nächstes? Ja. Als nächstes? Memory. Ach, ist der lecker. Dann gehen wir mal rüber zu unserem Foto Memory. Und hier kommt Ihr Bild. Bitteschön. Tja, da sehen Sie es. Es gibt Menschen, denen es bedeutend schwerer geht als uns. Und trotzdem hüpfen die Seil. Mit nur einem Turnschuh. Und das zur Weihnachtszeit. Wie viele Personen waren zu sehen? 2, 4, 1, 3. 2. Und auch das ist richtig. 300 Mark erspielt und gewonnen. Und was? Ja. Was kommt jetzt? Was haben wir noch? Finalspiel. Finalspiel? Ja, wie heißt das? Viel gewinnt. Nee, heute ist ja Weihnachten. Da heißt es wie? Get vor. Hardcore saufen. Sie fangen an? Nein, natürlich nicht. Get vor. Sie haben schon recht. So. Husch, husch, husch. Zurück. Rot. Und, meine Damen und Herren, bevor jetzt Get Four startet, haben Sie die Möglichkeit, wieder anzurufen. Unter, das heißt, Sie haben ja generell die Möglichkeit anzurufen, aber jetzt besonders. Denn, falls mein Anrufer verlieren sollte, wären 5000 Mark im Jackpot.
01379 300 3 mal die 3. Aber zuerst mal gegen den Computer oder gegen mich? Gegen Sie. Okay, Manfred. Und hier kommt Ihr persönliches Nikolausiget vor. Die 3. Die 5. Die 4. Die 2. Die 2. Ist Ihnen so langweilig? Ach, die 2. Die 3. Die 5. Die 3. Die 3. Bitte das Spiel zu machen. Die 4. Die 4. Die 6. Die 7. Die 5. Die 5. Die 4. Die 6. Auch die 6. Die 6. Ach, warum nicht? Die 5. Ja, 4. Die 4? Die 2. Die 5. Dankeschön, und ich werfe in die 2, Manfred. Yes! Ja. Ich werde. Was für ein schönes Nikolausgeschenk für mich. Manfred, trotzdem 300 Mark für Sie ist ja auch schon was. Ja. Damit okay. Kann man sich noch viele schöne kleine Pilzchen, Plätzchen kaufen. Ja, danke. Danke, Manfred. Tschüss. Prima, tschüsschen. Habe ich nicht gesagt? 5.000, ich sag's ja immer, 5.000 Mark sind jetzt im Jackpot, meine Damen und Herren. Wenn das kein Grund ist anzurufen, dann wenigstens, weil jetzt eine kleine Pause entsteht, weil ich werde jetzt mal ein bisschen Glühwein, weihnachtlichen Glühwein hier ins Team verteilen. Und Sie haben Gelegenheit anzurufen unter 01 379 300 3 mal die 3. Nicht so voll, weil es sind nur 6 Liter und ich möchte ja auch noch ein bisschen was haben. Hier, so, komm mit, komm mit. Du, Kleiner, na, wie heißt du denn? Wer bist du? Komm mit. So, kommst du? So, und hier für unseren schwer arbeitenden Herrn an den Kabel. Ja. Flash oder Trash? Ich trinke lieber aus der Flash, meine Damen und Herren. Und unser nächster Anrufer ist schon in der Leitung und das ist Waltraud. Hallihallo. Hallihallo. Sie haben aber eine flotte Begrüßung, Waltraud. Naja, ist auch noch früh am Abend. Ach so. Ich finde es immer schön, wenn man sich noch so auf alte Begrüßungsformeln auf den 70ern zurückberuft. Sie sagen auch bestimmt zu Geld nicht Geld, sondern Penunze, oder? Nein. Nee? Nein, nein. 4.000 Penunzen gibt's? Oder 5 sogar, 5.000. Hier, genau. 5.000 Penunze oder Zaster? Sagen Sie auch noch Zaster? Nee, ne? Nein, sag ich auch nicht. Oder wenn Sie aufbrechen bei Bekannten, sagen Sie da Ihrem Mann, jetzt satteln wir aber die Hühner, oder? Nein, sag ich auch nicht. Nee? Aber nein. Sie lassen schon mal gerne die Seele baumeln. So ist es. Ja, das, irgendwann wusste ich, dass ich sie kriege. Und wenn Sie ganz dringend auf Klo müssen, sagen Sie, entschuldige, ich muss mal auf die Pipi-Box, wenn es witzig sein soll, oder? Auch nicht, der verliert gar kein Wort. Mensch, gut, Waltraud, ich habe schon gemerkt, so kriege ich sie nicht. Was soll man spielen? Na, Karten. Karten, gut, dann spielen wir Karten. Das hier ist der Kartenbecher und Rolle, Rolle, Rolle. Vierer-Ränzel. Ja, Waltraud, kennen Sie das? Ich kenne alles, aber kein Vierer-Ränzel. Ja, Vierer-Ränzel ist ganz einfach. Das ist ja... Ja, einfach. Und ganz einfach. Nein, passen Sie auf. Also, ich jetzt mal simulationsmäßig, ich decke jetzt hier 4 Karten hin. Deswegen Vierer-Ränzel, benannt nach dem Erfinder des Spiels, und 4 Karten.
Ich decke die erste auf. Und Sie müssen mir sagen, ist die nächste Karte höher oder niedriger? Ach so, ja, höher. Ja, genau, richtig. Und so wird es denn gehen. Aber das war ja jetzt nur Probelauf. Das heißt, wir mischen ja jetzt durch. Das war ja schon die halbe Miete. Tja, die halbe Miete. Oh, da ist was angekommen. Bisschen feucht, oder? Mm-mm. Trinken Sie auch gerade was? Wie bitte? Trinken Sie auch gerade was? Nein, um Gottes Willen. Wie um Gottes Willen? Sind Sie Purist? Anti-Alkoholiker? Nein, überhaupt nicht. Aber? Aber jetzt im Moment, Mensch. Ja, hier zu kämpfen. Ach, Waltraud. Abheben oder nicht? Nee, lassen wir mal so. Ja, ja. Eins, zwei, drei, vier. Und die erste Karte decke ich auf. Und das ist eine 2. Höher oder niedriger? Ich denke mal höher. Ah, oh, Waltraud. Eine 0,8. Nein, eine 8. Höher oder niedriger? Höher. Sagen Sie so. Sicher, Waltraud? Ich bin sicher. Ganz sicher? Da bin ich sicher. Ganz sicher? Lass mich nicht beeinflussen. Ganz sicher? Naja, dann sage ich weniger, wenn Sie schon so aufmerksam sind. Oh, Glück gehabt. Mensch. Ach, der gute Nikolaus im Spiel. Ja, aber nur weil heute Nikolaus ist. Aber ich möchte fast sagen, Sie haben eine richtig gute Intuition, Waltraud. Ich? Kleine Tipps und höher oder niedriger? Höher. Jawohl! Waltraud, oh, das war eine Entbindung. 100! Mark erspielt, Waltraud. Als nächstes. Dann nehmen wir die Würfel. Ja. Da grabe ich mal rein. Und. Kossler, du kleines Schwein, ich weiß, wo du. Nein! Hier ist Ihr Spiel und das heißt Pyramide. Ja, alles klar. Alles klar. Sie kommen aber auch ein bisschen aus dem Norden, oder? Mhm. Woher? Aus Elsfleet. Ja, das ist ja direkt bei. Ja, genau da. Bei Hundgeburt um die Ecke, ne? So ist es. Ja, genau. Und Ihre Zahl ist eine 2, eine 2 und eine 6. 200 und 26. 26. Richtig, Waltraud. Sie aus der Pistole. Und ich habe eine 1, eine 4 und eine 5 sind 145. 200 Mark erspielt, Waltraud. Als genial. Nächstes. Dann ist jetzt Fotomemory. Gut, wir gehen rüber. Oh, war es bis jetzt schön? Ja? Ja, war nett. Hat Ihnen auch Spaß gemacht? Mhm. So, jetzt kommen wir gleich zum Höhepunkt. Aufgepasst und mitgeschaut. Tja, die Frage ist, aus welchem Material ist der Nasenring gemacht, den diese junge Frau trägt? Mhm. Oder aber sind die weißen Zähne echt oder vielleicht doch aus Elfenbein? Oder aber, was hatte das Mädchen ganz links im Bild in der Nase? Nichts, eine Erbse, ein Taschentuch, ein Nasenring. Gar nicht. Ganz links im Bild, ne? Nichts, okay. Hier ist, wo ist links? Waltraud. Das Kind hatten Sie gefragt. Ja, ne? Ich meine, bitte. Hat ja nichts in der Nase. Doch, die hat doch hier was in der Nase. Ganz. Die große Frau, die hat den Nasenring, das genau. Ist richtig. Ja. Aber das Kind, das andere Kind ist ja rechts. Ach, ich habe jetzt die Mutter und Kind gesehen. Ach, Waltraud. Ja, da konnte ich Ihnen nicht helfen. Nee. Trotzdem. Wenn man nicht weiß, wo links und rechts ist, nicht? Waltraud, wissen Sie was? Hm? Ich würde Ihnen gerne was mitgeben auf dem Weg. Mhm. Ja? Mhm. Eine Kleinigkeit? Ja. Okay. Machen Sie es gut und schöne Weihnachten. Danke Ihnen ebenso. Tschüss. War nett? Ja. Also, bis dann. Hab ich auch gefreut. Tschüss. Ja, tschüss. So. Jetzt aber duschen, Waltraud, und dann ab ins Bett. Meine Damen und Herren, für Sie ist noch lange nicht Schluss. Für Sie ist noch lange nicht Schluss, denn heute wartet natürlich wieder neben einem Klassiker der Weihnachtsmusik, den ich interpretieren werde, auch noch, wie gesagt, Feuerzangenbowle auf Sie. Schöne Ausschnitte aus diesem wundervollen Buch und natürlich Dostojewski und 5000 Mark. Und die können Sie gleich vielleicht zum Greifen nah in Ihren Weihnachtssack stopfen, wenn Sie die Nummer 01379 300 dreimal die 3 wählen. Aber erst gleich nach der Werbung. Positive Games. IQ. Win. Interactive. Fun, fun, fun. Photoplay. Ich will dich in meiner Sendung. Oh, also, ruf an. Lock dich ein mit Photoplay.
Starline, die interaktive Fragestunde ohne Gnade. Bei uns gibt es kein Tabu. Ja, Hallöchen. Hallo, gut. Anrufen, es lohnt sich. Richtig, 400 Mark, was soll ich dazu sagen? Geil. Also anrufen und live mitmachen, Starline. Jeden Samstag um 22.15 Uhr auf 9 Live. 9 Live, das Mitmachfernsehen. Täglich um Mitternacht auf 9 Live, das Mitmachfernsehen. Raus jetzt! Komm weg! Du hast genug getrunken. Mein bester Freund, es tut mir leid. Weg jetzt! Ja, von unserem Glühwein zu saufen. Unglaublich. Wir sind doch nicht hier, damit so ein kleiner Kamerakram wie du hier aus dem Glühweinpott saufen kannst. Nein, wir sind bei Alles auf Rot und im Jackpot sind 5000 Penunzen. Mäuse, Zaster, ich sage nur astrein. Ja, die sind im Jackpot. Und jetzt erstmal ein Gedicht. Was passt besser zu so einer vorweihnachtlichen Stimmung wie der Roman von Heinrich Spörl, Die Feuerzangenbowle? Geschrieben 1933, extra sozusagen auf den Leib seines engen Busenfreundes Heinz Rühmann, wonach der Film denn auch entstanden ist. Und für die Feuerzangenbowle nicht kennen, es geht darum, dass sich ein bekannter Schriftsteller wird von seinen Freunden dazu überredet, sich wieder auf der Schule anzumelden, weil er hat nur eine Privatschule genossen. Und er durchleidet und durchlebt jetzt halt das Leben eines Oberprimaten. Ja? Und nach dieser Lesung direkt der nächste Anrufer. Und jetzt erstmal aus der Sicht von diesem Literaten, der sich halt einschmuggelt in diese Penne, den ersten Eindruck eines Lehrers. Und der heißt Bömmel. Und um die ganze richtige Stimmung zu kriegen, Feuerzangenbowle ist ja auch schwarz-weiß, deswegen stimmt alles mit ihrem Fernseher. Nicht einmal einen Spitznamen hatte er. Diese Ehre wurde er nicht teilhaftig. Er hieß nur Müller 2 und er hieß auch weiterhin so, obgleich Müller 1 bereits schon vor 2 Jahren gestorben war. Dafür entschädigte allerdings der Bömmel. Wie er richtig hieß, wusste kein Mensch mehr. Man hätte schon im Jahresbericht nachlesen müssen. Es war schon lange her, dass Bömmel von seiner niederrheinischen Heimat nach Babenberg verschlagen wurde. Inzwischen war er alt geworden, trug immer noch denselben schwarzen Rock und sein Bart, der schwarz und krollig war wie Matratzenfüllung, begann sich leise zu versilbern. Seinen niederrheinischen Dialekt hatte er beibehalten, gewissermaßen als einziges Andenken an seine Heimat. Bömmel gab Physik. Aber er hielt nicht viel von verstiegener Wissenschaft, er war mehr für das Einfache, plastische Begriffe und für eine volkstümliche Darstellung. Außerdem hatte er leidende Füße und pflegte sich zu Beginn jeder Stunde hinter dem Katheter die Schuhe auszuziehen. Das hatte er schon seit unvordenklichen Zeiten so gemacht. Man hatte sich daran gewöhnt und hielt es beinahe für selbstverständlich. Nur Hans, unser Schriftsteller, wunderte sich erst einmal darüber. Er wunderte sich noch mehr über die Lernmethode. Wo sind wir dran? Ah ja, heute kriegen wir die Dampfmaschine. Also, was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen es so. Eine Dampfmaschine, das ist eine große, schwarze Raum. Der hat hinten und vorne ein Loch. Das eine Loch, das ist die Feuerung. Und das andere Loch, das kriegen wir später. Hans Pfeiffer konnte nicht begreifen, dass die Klasse nicht losbrüllte. Auch daran war man offenbar gewöhnt. Der Physiker aber fuhr fort. Und wenn die große, schwarze Raum Räder hat, dann ist es ein Lokomotiv. Vielleicht aber auch ein Lokomobil. Und das ist der erste Auszug aus diesem wunderschönen Buch über Schule, Leben und das Leben nach der Schule, die Feuerzangenbowle. Und gleich davon noch mehr. Ah, jetzt aber erstmal zu meinem nächsten Anrufer und das ist Henrik. Guten Abend, Henrik. Moin. Moin, Henrik. Sie kommen auch aus dem Nordischen? Ja. Woher? Schleswig-Holstein. Ja, ja, das ist nordisch, das ist richtig. Genauer? Niebüll. Niebüll, nee. Ja. Aus der Gegend, da hat meine Mutter mal lange Zeit gewohnt. Das ist ja witzig. Ja. Wieso, wussten Sie das? Nö. Aber Sie sagten ja. Kennen Sie meine Mutter? Nein. Wie alt sind Sie? 35. Aha. Und dann schämen Sie sich nicht, so eine alte Frau anzumachen? Bitte? Nee, das geht gar nicht. Nein, das war ein Scherz. So, was soll man denn spielen? Würfeln. Na, würfeln. Onkel macht doch nur Spaß. So, würfeln. Dann greifen wir mal rein. Aha. Und die böse 3. Soll ich es nochmal erklären oder kennen Sie es? Erklären. Ja,
Das ist ganz einfach. Wir würfeln jetzt mit drei Würfeln. Mhm. Und Sie dürfen jetzt keine drei würfeln. Wenn Sie eine drei würfeln, sind Sie draußen. Ansonsten werden die Augen gezählt. Also es werden eine 6 und eine 2 sind... 14. Richtig. Wenn Sie sagen, nee, das ist mir zu wenig, lieber nochmal würfeln oder so lassen. So lassen. Genau. Aber das war jetzt auch eine Probe. So. Und los geht's. Das heißt, wenn Sie eine 3 würfeln, sind Sie raus. Wenn ich eine 3 würfel, bin ich auch raus. Ansonsten zählt der höhere Augenwurf. Okay? Ja. Die böse 3. 5 und 5 und 6 sind? 16. Ja, richtig. Oder wollen Sie nochmal würfeln? Nö. Das reicht Ihnen, oder? Ja. Und? 6 und 4 und 1 sind 11. Jawohl. 100 Mark erspielt als nächstes. Karten. Jawohl. Hm. Prost. Ah. Auch schon Glühwein getrunken dieses Jahr? Nee. Warum nicht? Ich trinke nicht so viel Alkohol. Echt nicht? Nee. Eher Tüte? Bitte? Schon gut. Nee. Auch nicht. Risiko, sage ich trotzdem. Ja? Ja. Risiko ist, wissen Sie es? Nee. Gut. Risiko, ich decke jetzt Karten auf und ich decke so lange Karten auf, bis ein Bild kommt. Und dann werden die Karten gezählt bis zum Bild. Das heißt, je länger ich halt aufdecken muss, desto höher ist die Chance, dass Sie halt gewonnen haben. Weil ich werde das Gleiche mit den Karten machen. Also ja. Ich mach's mal. Okay, gut, das wäre jetzt ein Bild und Sie hätten schon verloren. Und jetzt machen wir mal, bevor wir Zeit vertrödeln, einfach mal durchmischen. Abheben oder nicht? Abheben. Abheben. Sind Sie ein bisschen traurig? Nö. Oder nur devot? Weil Sie so, ach. Nö, ich bin schon etwas länger auf. Abheben. Wie lange jetzt schon? Seit 4. Seit dem 4.? Nein, seit 4 Uhr heute Morgen. Warum das denn? Ich konnte nicht schlafen. Das ist aber fies. Tja, kein Wunder, wenn man keinen Alkohol trinkt. Abheben oder nicht? Ja. Gut. Und? Nee, ne? Ja, beim ersten Bild. Das heißt, ich könnte jetzt auch noch theoretisch ein Bild haben, aber ich habe eine 7, eine 6, nee, eine 9 und ein Bild. Leider raus. Danke fürs Mitmachen und vielleicht... Jetzt mal ins Bettchen, oder? Ja. Ja. Jetzt mal ins Bett, hä? Der Kleine. Husch. Tschüss. Ach, der war ja süß. Oh, das erinnert mich immer so früher. Kann ich bei euch? Ich kann nicht schlafen. Oh, wir werden jetzt immer. Ja. Und wenn auch Sie früher mit diesen liebevollen Worten wieder in Ihr eigenes Kinderzimmer geschickt worden sind, sollten Sie anrufen unter 01379 300 3x3. Denn 5300. Eigentlich 5.300 Mark warten darauf, ihren Besitzer zu wechseln. Und ja, 11:30. Ich glaube, jetzt ist es eine gute Zeit, dafür zu singen. Und während dieses kleinen Liedes dürfen, können und sollen Sie natürlich wieder anrufen unter eben besagter Nummer. Denn nach diesem Lied direkt, und es ist ein kurzes Lied, möchte ich gerne wieder mit jemandem spielen um 5.000 Mark. Aber erstmal, ich muss noch ein bisschen Glühwein hier verteilen. So, erstmal... Kriegt unser Kameramann was? An der Kamera 4. Kamera 2. Kameramann 2 hat schon die Mütze auf. Der merkt eh schon nicht. Nein, der kriegt gleich was. So. Der war nämlich eben schon mit dem Taschenmesser da in der Pause und sagte hier. So, mein Lieber. Froh Nikolaus? Ja, ja, jetzt guckt er einfach nur da durch, stößt mich mitten an, aber ist egal. Hm. Das Lied, was ich mir ausgesucht habe, ich habe es gestern schon angekündigt, war mal, oder ist halt für mich dadurch auf jeden Fall bekannt geworden, in einem Duo. Und zwar hat das Bing Crosby und David Bowie gesungen. 1977 hatte, glaube ich, David Bowie eine Weihnachtsshow. Da ist Bing Crosby aufgetreten und als die Weihnachtsshow dann ausgestrahlt wurde, war Bing Crosby leider schon verstorben. Einen Monat oder zwei Monate nach der Aufzeichnung. Also sozusagen fast ja, der letzte öffentliche Weihnachtsauftritt von Bing Crosby bei David Bowie. Und das Lied heißt Little Drummer Boy. Hall legt sich wieder über meine Stimme. Die Musik verstummt. They come, they told me, pa-rum-pum-pum-pum, a newborn king to see, pa-rum-pum-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pum-pum-pum, to lay before the king, so to honor him,
Pa-rum-pum-pum-pum, when we come. Little baby, pa-rum-pum-pum-pum. I'm a poor boy too, pa-rum-pum-pum-pum. I have no gift to bring, pa-rum-pum-pum-pum. Rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. That's fit to give our king. Shall I play for you, pa-rum-pum-pum-pum, on my drum? Mary nodded, pa-rum-pum-pum-pum. The ox and land kept time, pa-rum-pum-pum-pum. I played my drum for him, pa-rum-pum-pum-plum. I played my best for him, then he smiled at me, pa-rum-pum-pum-pum, me and my drum. Dankeschön, meine Damen und Herren. So, ein Lied für alle Leute, die im Alter Hängebacken haben wollen. Zweimal am Tag dieses Lied singen, pa-rum-pum-pum-pum, und schon haben sie Wangen, die bis hier gehen. Jetzt aber mein nächster Anrufer, und das ist Bettina. Guten Abend, Bettina. Bettina. Abend. Ah, Bettina, jetzt aber husch. Auch schon Glühwein getrunken dieses Jahr? Nein, ich geht. Wie, ich geht? Was trinken Sie denn? Nee, sowas nicht. Ja, was denn? Ja, einfach, oder sind... Ich trinke gerade einen Cappuccino. Uiuiui, Sie Teufel. Ja, ja, ich hab's in mir. Ja, ja, ja. Apropos in Ihnen, wo ist Ihr Mann? Der schläft. Warum? Ja, der muss morgen früh hoch. Ja, ist schon spät, ne? Wenn er morgen früh noch hoch muss, dann soll er sich auch ausruhen. Richtig. Viagra aber nicht so schnell schlucken, ne? Sonst? Ja, ich weiß nicht, ob er die schon geschluckt hat. Gibt's einen steifen Hals. Mal gucken gehen. Was soll man denn spielen? Karten. Ja, gut. Bettina war Ihr Name, ne? Ja. Okay. Und wir haben Fang die Dame. Ach du Schande. Was ist das? Fang die Dame. Das heißt, ich werde jetzt drei Karten aussortieren. Darunter befindet sich eine Dame. Oh. Jetzt werde können Sie mir noch folgen? Drei, ja. Eins, zwei, viele. Darunter befindet sich eine Dame und ich werde jetzt diese Karten mischen. Mhm. Und Sie müssen einfach sagen, wo ist die? Dame. Jawohl. Ich schlaf schon. Bettina, richtig. Wo ist die Dame? Ja, wo ist sie denn? Ja, in der Mitte. Die goldene Mitte, wie immer. Und? Da ist sie nicht. Da ist sie nicht. Das war klar. Also hier war sie, jawohl, da ist die Dame. Und auch noch zur Sicherheit, da war auch noch ein Freiblatt. Bettina. Alles klar. Es hat nicht sollen sein. Trotzdem viele Grüße an Ihren Mann. Jo, wenn Sie morgen auf das Matterhorn gehen und na, denken Sie dran, ja. Der muss morgen noch arbeiten. Also, alles klar. Tschüss, gute Nacht. Tschüss. Und guten Rutsch ins neue Jahr. Ich würde sagen, direkt der nächste Anrufer rein. Jetzt machen wir mal ein bisschen durch hier. Zack, zack. Und der heißt Uwe. Hallo, Uwe. Hallo, Michael, mein Süßer. Oh, Uwe. Ja, hallo, Michael. Ach so, ich dachte schon. Ich dachte schon, Sie würden zwei Klischees vereinigen. Naja, egal. Uwe, wo kommen Sie her? Aus Reutlingen. Reutlingen, das ist ja... Bei Stuttgart. Bei Stuttgart, genau. Schwabesäckel, genau. Was soll man spielen, nein, Uwe? Nein. Hä? Oder wo ist Reutlingen? Ja, bei Stuttgart, in der Nähe ja, von Stuttgart. Genau. Ja, gut. Was sollen wir spielen? Karten. Ja. Mein Süßer. 16 und 5. Ja, ich ziehe jetzt. Das heißt, es wäre jetzt schon großes Glück, wenn Sie... Nein, Vierer-Ränzel spielen Sie. Ne, Uwe, Schnuckelchen. Ja. Du? Gut. Dann Vierer-Ränzel. Kennen Sie aber Uwe, oder? Ja. Ja. Wollen wir mal gucken. Ja, leider. Gut, ich misch mal durch. Abheben oder nicht, Uwe? Abheben. Ja, sehr wohl. Glühwein schon getrunken dieses Jahr? Nein, noch keinen, aber ich würde gerne einen trinken. Ja, wir im Studio sind schon gut dabei. Mit alkoholfreiem Glühwein, verstehe ich. Und Vierer-Ränzel. Eins, zwei, drei, vier. Sie brauchen das gar nicht so auffordernd zu sagen. Ich würde gerne einen trinken. Ich bin bestimmt der letzte Hater, der sagen würde, gut, dann gehen wir mal zusammen über den Weihnachtsmarkt. Erste Karte aufdecken. Eine Königin, höher oder niedriger? Eine kleine Hilfe wie vorher. Also ich sag mal, Rosa von Pranohan wird's nicht mögen. Mehr darf ich leider nicht sagen. Na, kleine Hilfe, ich meine bei einer Dame. Höher oder niedriger? Tiefer. Ja, tiefer rein in die drei, jawohl. Höher oder niedriger? Ja.
Ein Bube. Jetzt wird's schwierig, ne? Ja, mein Buben stimmt. Da muss man... Tiefer. Höher oder niedriger? Tiefer. Tiefer. Jawohl, Uwe. 100 Mark gespielt. Als nächstes. Würfel. Na klar, Würfel machen wir auch. Hoch gewinnt, tief gewinnt. Eher höher oder tiefer gewinnen? Tief. Tief, gut. Also um die tiefste Zahl. Ein für mich. Ne, für Sie. Und ein für mich. Und los geht's. Eine 4. Die Zahl gilt es zu unterbieten mit einer 4. Also nochmal rein. Nochmal schütteln. Eine 4. Und eine 6. Jawohl, Uwe. 200 Mark erspielt. Als nächstes? Photomemory. Na. Wer hat denn hier Phantom One gedrückt? Da muss ich erstmal, Moment. Hier mal wieder wegdrücken. Ich weiß gar nicht, wo das hier weggedrückt, wo man es hier weggedrückt kriegt. Wir probieren einfach mal was aus. Genau, so. Machen wir mal dicht. Phantom One ist übrigens auch ein schönes Spiel. Mal nicht Lust, nee, das mal zu probieren? Photomemory. Na gut. Gut, der kommt hier. Ihr? Photomemory. Uwe. Tja, beim Segeln ist so ein Kompass ja schon recht nützlich, Uwe, oder? Ja, natürlich. Das stimmt. Segeln Sie selber? Nein. Haben Sie eine andere Sportart? Nur mit meiner Frau in der Badewanne. Och, wie spät war es? 10 Uhr, 12 Uhr, 5 Uhr, 1 Uhr? 5 Uhr. Jawohl, war ein bisschen fies. Ich hätte jetzt gedacht, 17 Uhr ist gar nicht drauf. 300 Mark erspielt, Uwe. Und jetzt, erspielt und gewonnen natürlich. Und jetzt, was kommt jetzt? Get vor. Yes. Get vor, meine Damen und Herren. Und während Uwe sich schon mal die Finger eingräbt in Vaseline und sich bereit macht, mit mir Get vorzuspielen, können Sie jetzt natürlich auch schon wieder anrufen. Wie immer, wie die ganze Zeit. Unter 01379 300 3 mal die 3. Denn falls Uwe verlieren würde, Uwe, wären 6.000 Mark im Jackpot. 6.300 Mark. Aber jetzt erstmal Uwe. Gegen mich oder den Computer? Natürlich gegen dich, Michael. Natürlich. Meister gegen Meister. Hier kommt der Spiel, Uwe. Die 3. Die 6. Die 4. Die 2. Die 4. Die 4. Die 3. Die 2. 2. Die 3. Das war nicht nett. Nee, ne? Nee. Die 1. Die 3. Bin ich da? Mach jetzt. Ja. Ja, die 3. Die. Uwe, Uwe. 4. Aha. Wo will er denn da hin? Mach die 3. 3? Ach, ich denke immer, irgendjemand wird schon drauf reinfallen, aber naja. Mhm. Die 2. Die 1. Ja, verstehe. Die 2. 1? Ja, klar. Uwe. Ja. 1. Und Uwe. Nein, Michael. Dreaming of a get for. Uwe, trotzdem. Danke fürs Mitspielen. 300 Mark auf jeden Fall für Sie. Und Sie haben es ja gesehen, dass ich gewonnen habe, oder? Ja. Ja. Eine Frage noch, Michael. Ja?
Du hörst auf am 21.? Am 21.12. höre ich auf. Dankeschön, das mit dem Geld machen wir später. Gutes Stichwort, ganz genau. Okay, alles Gute, ne? Achso, aber und warum? Ja, dann gucke ich nicht mehr alle so froh. Oh nein, du Uwe, das wollte ich doch natürlich, Uwe. Wissen Sie? Nein. Ach, ja klar. Das wird dann ganz toll. So was Tolles wie dich gibt es nicht mehr. Okay, Papa, jetzt können wir auch. Uwe, trotzdem. Also mach's gut. Danke, ne? Ihnen fürs Kompliment. Uwe, 300 Mark kriegen Sie auf jeden Fall. Ne? Ihnen auch, Uwe, und Ihrer Frau auch. Danke. Danke, tschüss. Immer diese Fake-Anrufer, ja? Trotzdem. Natürlich gibt's sowas wie mich nur einmal. Könnte man auch sonst gar nicht bezahlen. In Liter Glühwein. Jetzt, meine Damen und Herren, erstmal die Werbung. Sie rufen an während der Werbung unter 01379 300 333 und im Jackpot sind 6.000 Mark. Ich bin Ihr Dieter Thomas Koster. Bis gleich. Live macht Stars. Zeigen Sie uns Ihr Können. 9 Live castet live und Sie können dabei sein. Wenn Sie über 18 sind, dann bewerben Sie sich unter 0180 50 50 333. Flash, die 9 Live Casting Show. Samstag und Sonntag um 12 Uhr auf 9 Live. 9 Live. Bei uns ist immer alles jetzt. Stars, Sternchen, VIPs. In meiner Sendung dreht sich alles um die Schönen und Reichen und den aktuellen Klatsch. Also ich glaube, es ist Robbie Williams. Sie. Oh, also rufen Sie mich an und sprechen Sie live mit mir über die neueste Gerüchteküche. Und wenn Sie sich ein wenig in der Welt der Promis auskennen, dann können Sie bei mir noch jede Menge gewinnen. 300 Mark gehören dir. Was machst du mit dem ganzen Geld? VIP-News jeden Sonntag um 22.15 Uhr auf 9 Live. Das Mitmachfernsehen. Welchen Beruf hat dieser Mann? Wie heißt diese Frau? Und kennen Sie Ihr Geheimnis? Sie sitzen alle im selben Boot und Sie können jetzt dabei sein im Loveboat Interaktiv. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Loveboat Interaktiv. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Reise auf unserer Kreuzfahrt mit dem Loveboat. Raten Sie mit und gewinnen Sie eine Mittelmeerkreuzfahrt für zwei Personen oder einen von vielen attraktiven Geldpreisen. Sie können natürlich jetzt auch während der Serie bei mir bis zu 600 D-Mark gewinnen. Loveboat, die Kultserie zu mitmachen. Montag bis Samstag um 13 Uhr auf 9 Live. Hey. Anrufen und abholen. Lanates Sexy Night at 9 Live. Täglich um Mitternacht. Bei uns ist immer alles jetzt. Da sind wir zurück bei Alles auf Rot. Im Jackpot 6.000 Mark, aber Sie können nicht nur anrufen, sondern Sie können uns auch schreiben. Und für jeden, der uns schreibt, wird eine Postkarte hier in dieses wunderschöne Gefäß gestellt. Und daraus wird der Tagesgewinner gezogen. Und der bekommt 500 Mark. Und heute ist es Doris Rüstige in der Asbacher Straße 102 in 53783 Altdorf. Viel Spaß mit dem Geld, Doris. Dankeschön und tschüss. Aber bei all dieser Hektik im Alltag, bei Tagesgewinner aus, Lobungen, sollten wir nicht vergessen, wir haben auch eine Adventsaktion. Boah, wer ist das denn da hinten? Ach, von Lanotte. Hallo, du hübsche Tänzerin. Ja, wir haben eine Adventsaktion. Ich bin Moderator, ich kann was für dich tun. Adventsaktion. Und zwar heute wird die Tasche von unserer Moderatorin Caroline Beckers versteigert. Und dazu schauen wir uns mal ein kleines Filmchen an. Bimmelimmelim. Eine deutsch-japanische Mischung, das bin ich ja auch. Meine Mutter ist Japanerin und mein Vater ist Deutscher und deswegen mischen wir das an Weihnachten auch. Wir haben also einen ganz typisch deutschen Weihnachtsbaum, der wird auch geschmückt, dafür bin ich immer zuständig. Und meine Schwester backt in der Zeit Plätzchen, also das läuft alles ganz normal deutsch ab. Aber das Weihnachtsessen bei uns, das ist immer japanisch und da gibt es immer eine riesige Platte voll mit Sushi. Also Sushi ist bei uns das Weihnachtsessen, nichts gefüllter Truthahn oder so. Von daher ist es wirklich eine deutsch-japanische Mischung.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Feiern Sie schön und gemütlich mit Ihrer Familie und lassen Sie sich nicht stressen von dem ganzen Rummel, der immer vor Weihnachten herrscht. Und natürlich einen richtig schönen und guten Rutsch ins neue Jahr 2002. Und ich hoffe, dass wir uns in dem Jahr dann hier wiedersehen. La, 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 la. Oh, Sushi-Baum, oh, Sushi-Baum, wie gut schmeckt dein Tamago. Wenn Sie also diese wunderschöne Tasche mit ersteigern wollen, und Sie tun ja was Gutes, denn es geht ja halt um Licht für Menschen ohne Obdach e.V. Der Erlös hiervon geht an diese Organisation unter Schirmherrschaft von Rudolf Mooshammer. Wenn Sie mitsteigern wollen, können Sie das noch bis 12 Uhr tun, unser 090 10 10 65 oder im Faxbereich unter 090 10 10 67, meine Damen und Herren. Ein sehr, sehr schönes Teil, was Sie vielleicht bei Ihnen unter dem Gabentisch wiederfinden können. Jetzt aber erstmal der nächste Anrufer, würde ich sagen. Und das ist Margarete. Guten Abend, Margarete. Hallo, Mitra. Hallo, Margarete. Hallo, Feuerstein. Ja. Wo kommen Sie denn her, Margarete? Aus Frankfurt. Ja, wer hat Sie denn da rausgebracht? Nein, gut. Margarete, was sollen wir denn, nein, was sollen wir denn spielen? Würfel. Ja. Na, Pyramide. Ja, ist in Ordnung. Ja, prima. Sie waren früher, sind Sie ein bisschen älter, Margarete? Schon 80. Oh, deswegen, ich dachte schon, Sie haben so eine Stimme, als wenn man sich früher immer so die telegrafischen Nachrichten noch zugerufen hätte. 3, 4 auf 19, alles klar. Aber dafür sind Sie noch richtig rüstig, oder? Ja, aber ich habe viel, viel Pech. Ja, ich auch. Ja. Ja. Wer hat das nicht, Margarete? Vielleicht jetzt ein bisschen mehr Glück? Nee, glaube ich nicht. 1, 1, 3. Ja, schon vorbei. Ich kann ja noch eine 1, 1, 2 werfen. Glaube nee, ich nicht. Eine 2, eine 3, eine 6. Och, Margarete. Tschüss, Misha. Mach's gut. Tschüss, Margarete. Schöne Tschüss. Weihnachten. Ihnen auch. Tschüss. Vielleicht hört man sich ja noch mal. Ja, Tschüss. Vielleicht. Ja. Tschüss. So, jetzt, meine Damen und Herren. Im Jackpot sind immer noch 6.000 Mark. Und wenn sogar Margarete noch anrufen kann, jetzt um diese Uhrzeit, dann können Sie das auch unter 01379 300 3x3. Denn im Jackpot sind 6.000 Mark. Jetzt mache ich auch schon wie Schmidt. Ne, ja, egal. In der Zwischenzeit, während Sie jetzt anrufen, werde ich ganz kurz noch aus einer Lieblingsstelle vorlesen. Aus der Feuerzangenbowle. Das heißt, es wird wieder schwarz-weiß hier im Set. Und danach möchte ich gerne einen Anrufer in der Leitung haben. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Szene, die kommt auch im Film drin vor. Und dann verteilt Professor Krei, der ist Chemielehrer unter anderem, und der bringt selbstgemachten Heidelbeerwein mit. Und die Penele haben sich untereinander abgesprochen, pass auf, wir trinken jetzt ein Schlückchen und wir tun so, als wenn wir sturzhagelvoll wären. Und diese Szene möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Inzwischen war der große Augenblick gekommen. Die Primaner marschierten im Gänsemarsch am Katheter vorbei und empfingen ihren Probeschluck. Dann gingen sie in die Bänke zurück. Aber eine gewisse Unruhe blieb, ein merkwürdiges Raunen und Tuscheln weit über das übliche Maß hinaus und nichts Gutes verheißend. Auch der Schnauz wurde unruhig. Pfeifer, Sie geben nicht acht, wiederholen Sie. Was versteht man unter alkoholischer Gärung? Pfeifer erhob sich, jetzt musste es losgehen. Also die alkoholische Gärung oder vielmehr die Gärung des Alkohols, sie erzeugt Alkohol, das heißt also der Alkohol erzeugt Gärung, sogenannte alkoholische Gärung. Pfeifer, Sie faseln. Der gärende Alkohol fängt an zu faseln, fängt an in faselnde Gärung überzugehen und so entsteht Heidelbeerfusel, Heidelbeerfasel. Was ist los mit Ihnen? Nichts, Herr Professor. Und wenn dann der Heidelbeerfusel bzw. Alkohol oder vielmehr der Heidelbeerkohl, ich meine der gärende Altheidelbeerkohl, ist Ihnen nicht wohl, dann setzen Sie sich. Hosemann, fahren Sie fort. Und Hosemann mit todernstem Gesicht, man kann den Wein mit, ich komme nicht auf das Wort. Seit wann stottern Sie? Ich stottere doch gar nicht, aber mir dreht sich alles vor den Augen. Oh, Hosemann, gehen Sie doch mal an die frische Luft. Luck hat den Finger gehoben. Ich verstehe das gar nicht. Luck, wollen Sie mal fortfahren. Luck steht auf, macht den Mund auf und zu, wirkt und bringt keine Silbe über die Lippen. Luck, ist Ihnen auch übel? Sehr. Professor Krei ist fassungslos. Er betupft sich mit seinem großen Taschentuch noch häufiger als sonst die Stirn und wird zusehends bleicher. Ist noch wem übel? Der ganzen Klasse ist natürlich übel. Man sieht es ihnen an. Die einen können nicht mehr gerade stehen, die anderen lallen oder stöhnen oder grinsen blöde in die Luft. Die Dilettanten begnügen sich damit, den Kopf vornüber aufs Pult fallen zu lassen.
Eine wunderschöne Stelle. Heinrich Spörl, die Feuerzangenbowle, meine Damen und Herren. Und jetzt aber am Apparat unser Walter. Ja, hallo. Das war ja, jetzt Gottfla. Und unser Walter. Kennen Sie noch die Serie? Das war jetzt keine... Ja, kenne ich leider. War aber, wieso? Ich fand die gut. Mit Günter Lamprecht, schöne Serie. Walter, was sollen wir spielen? Ja, würfeln wir mal zuerst. Würfeln, okay. Und dann ziehen wir und dann haben wir... Hochgewinn, Tiefgewinn, Walter. Hoch- oder Tiefgewinn? Hochgewinn. Okay. Zwei Becher, zwei Würfel, zwei Ergebnisse. Eine 3. Hochgewinn, hat er gesagt, ne? Leider, ja. Eine 1, jawohl, Walter. 100 Mark gespielt. Als nächstes? Ja, dann machen wir die Karten als nächstes. Genau. Mal wegräumen. Und ziehen. Bitte das Spiel zu machen. Risiko. Kennen Sie auch noch, Walter, oder? Ja, habe ich eben gesehen. Genau, prima. Mischen oder nicht? Ja, einmal mischen. Ja, abheben meine ich. Achso, ja, dann heben wir einmal ab. Wie sieht es bei Ihnen aus? Schon auf dem Weihnachtsmarkt gewesen? Glühwein getrunken? Nee, Glühwein haben wir zu Hause getrunken. Aber auf dem Weihnachtsmarkt waren wir auch, aber war nicht so erquicklich. Der Glühwein selber angesetzt oder einfach so fertigen. Fertige Mischung? Ja, fertigen. Einmal, ja, so ein fertigen, ja. Nach dem zweiten, dritten Glas merkt man das nicht mehr. Risiko. Erste Karte. Ach. Auch erste Karte. Ah. Schwein gehabt. Also, stechen nochmal. Ja, ich meine, wenn man alkoholischen Glühwein trinkt, also wir haben ja jetzt nur, im Studio darf man ja sowieso keinen Alkohol trinken. Da haben wir ja nur alkoholfreien Glühwein. Aber ansonsten so lecker in der Winterszeit. Nee, ist was Schönes, ja. Abheben nochmal? Nein. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 Karten aufgedeckt bis zum Bild. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heiko, trotzdem danke fürs Mitspielen. Jo. Und schönen Nikolaus und schöne Weihnachten. Ja, ebenso. Tschüss. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Anrufer auf jeden Fall. 01379 300 3 mal die 3. Und es geht um 6.000 Mark. Und ich würde sagen, jetzt nochmal, weil es so schön war, nochmal schwarz-weiß. Und jetzt kommt nämlich das Abschlussstatement eigentlich auch von Heinz Rühmann in der Feuerzangenbowle. Das finde ich immer so schön, ein bisschen traurig, ein bisschen Fernweh, Nostalgie nach Nostalgie klingt da irgendwie an. Also nochmal schwarz-weiß, der Ton geht weg. Und nun kommt das traurige Happy End. Hans Pfeiffer ist nicht von der Schule geflogen und er hat auch nie die Eva bekommen. Das ging auch nicht, denn Hans Pfeiffer war auf gar keinem Gymnasium und sein Direktor hatte auch keine Tochter. Hans Pfeiffer war überhaupt niemals in Babenberg, denn Babenberg gibt es nicht. Und solche Gymnasien mit solchen Magistern und solchen Lausbuben gibt es erst recht nicht. Hat es auch niemals gegeben oder höchstens in Verschönerungsspiegel der Erinnerung. Hans Pfeiffer, über dessen mangelnde Wahrheitsliebe verschiedentlich geklagt werden muss, hat die ganze Geschichte von A bis Z erlogen. Frei erfunden, wie alle seine Geschichten, sogar sich selbst. Mitsamt Marion und Literaturpreis hat er sich erfunden. Wahr an der Geschichte ist lediglich der Anfang, die Feuerzangenbowle. Wahr sind auch die Erinnerungen, die wir mit uns tragen, die Träume, die wir spinnen und die Sehnsüchte, die uns treiben. Damit wollen wir uns bescheiden. Und, meine Damen und Herren, egal mit was Sie sich bescheiden und ob Sie Sachen erfinden oder nicht, denken Sie immer dran, ich kann Sie dabei sehen. Einen schönen Nikolaus.